Hast du denn einen Plan für heute? Ja, ich habe einen Plan, also einen Modeplan habe ich jetzt noch nicht direkt. Also ich muss mich jetzt erstmal von den Geschäften inspirieren lassen. Muss ich erstmal schauen. Und man muss ja so vieles im Kopf haben. Dani, du hast was vergessen. Oh, Frau Finanzministerin. Das kommt schon gut an. Eine gute Finanzministerin. Ihr habt jetzt noch 3 Stunden und 32 Minuten. Danke für die Info. Und jetzt Trendbaden im ersten Laden. Hallo. Wir sind von Shopping Queen. Wir sind von Shopping Queen. Hallo, ich bin Claudia. Hi. Hallo, sehr schön. Guck mal, die beiden da. Sehen ja auch süß aus. Ich nenne euch mal mein Motto und dann müssen wir uns mal ein bisschen umschauen. Setze den Trend für Guidos Fashion Show. Begeisterung sieht anders aus, aber wir schaffen es. Ja. Oh ja. Oh, das ist auf jeden Fall, wenn man denkt, ich möchte was ganz Hartes machen wie eine Wolke. Das ist ja wunderschön. Das können wir mal uns im Auge behalten. Genau. Ne? Das ist sehr schön. Ich mag Wolken sehr. Gib's mir. Ich nehm's. Ja. Ach, guck mal, das ist ja auch ganz nett. Es wird so eine Mischung aus hip und sexy. Oder wir gehen in die Coolness-Szene rein mit dieser Camouflage-Hose. Ja, das wäre so Safari neu. Das könnte man natürlich überlegen, wie könnte man das neu machen. Das wird mir... Genau, ich hab's, Dani. Ich hab's. Jetzt? Ja, ich hab's. Camouflage, Rüschenbluse, ein Top drunter. Eventuell noch ein paar Cowboystiefel drauf. Voll daneben und dann können wir nach Accessoires weitersuchen. Wollen wir es mal ausprobieren? Kannst gerne ausprobieren. Die Bluse bin ich bei dir. Ja. Das müssen wir mal schauen. Also angezogen. Ja. Vorstellen kann ich es mir? Ich kann mir es auch absolut vorstellen. Ich habe mich jetzt gerade mal so ein bisschen verliebt. Also was jetzt noch? Ein Top? Ich glaube, dass Claudi sehr schnell ist in Entscheidungen treffen. Super strukturiert, kontrolliert. Wenn wir jetzt auch ihre Wohnung hier gesehen haben, also ist auch alles hier sehr clean und definiert. Und ich glaube, so ist sie auch beim Shoppen. Habt ihr dafür einen Top drunter, wo auch eventuell hier also drauf zu dem passen? Top hätte ich jetzt was da, ja. In Militar oder in Weiß? Also als Top. Ich stehe jetzt als Militär. Dann sieht es dann irgendwie aus so ein bisschen wie so ein Einteiler. Das ist okay. Und dann, diese Bluse drauf. Alles ja, genau. Okay, dann das würde ich gerne mal. Habt ihr denn auch noch Jumpsuit da irgendwie? Haben wir auch in Schwarz. Mhm. Da. Okay. Vielleicht könnt ihr ja heute mal irgendwie eine knallige Farbe integrieren. Vielleicht eine knallige Hose. Wunderschön. Die macht eine gute Figur, weil sie eben diese schöne Kellerfalte vorne hat. Ja, sehr gerne würde ich das mal anprobieren. Definitiv. Und das auch mit S, bitte, ja. Was kostet das eigentlich? Jetzt wird das 89. Hauptteil haben, aber das geht noch. Da müssen wir halt an Schuhe und Accessoires sparen. Okay, 100. Genau, und der ist bei 109,90 Euro. 109 Euro. Mhm. Okay, würde ich gerne. Also top. Genial. Perfekt, sehr schön. Anprobieren, ja. Aber dann bräuchten wir trotzdem für hier noch... Noch einen Topf, ja, genau. Attacke! Oha, wow, ich sehe schon eine rote Jogginghose. Kleiderzimmer. Boah, das ist... Wow, was ein Traum. Das sieht ein bisschen aus wie im Laden hier, ne? Ja. Ich will nur noch so die Preisschilder dran. Zick, zick. Oh, guck mal, da hast du gleich ein rosa Kleidchen. Guck mal, hat sie schon mal vorsortiert. Ach, wie hübsch. Wow. Dirndl hat sie auch. Oh, hier, Kimono. Für die heißen Nächte. Das ist auch richtig. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Das ist auch so meins. Nice. Guck mal hier, so ein lazy Jogging an. So. Ja, aber mega, so mit Pink. Oh, ja. Die hat ja wirklich jeden Stil hier drin, ne? Das ist ja. Schickimicki bis Jogginganzug. Claudis Kleiderschrank ist so vielschichtig, das würde ich mir in manchen Shops in Darmstadt echt mal wünschen. Also da würde ich lieber bei Claudi shoppen gehen, wie in manchen Läden. So was wäre doch sehr schön dazu. Ja, das spiegelt sich. Ein bisschen schick. Oh, der wird mir jetzt noch besser gefallen. Der ist auch sehr schön. Ja. Das ist so eine Farbe. So ein Tanktop. Ja, das passt schon. Guck. Das ist natürlich klassisches Camouflage. Das kennen wir schon auch. Ein Gürtel noch. Schwarz. Genau. Okay. Machen wir. Mal anziehen. Dann gehen wir mal kurz zum Gürtel. Oh.
Das ist schön, ja. Ja, sehr schön. Seidenstoff könnte ich mir gut vorstellen. So ein bisschen was Edleres. Mhm. Und dazu einen schönen Schmuck. Schwarz dann eher. Würde ich mal sagen. Ja, passt auf jeden Fall. Ja, der passt perfekt. Ja, mit Gold. Boah. Perfekt. Dann würde ich gerne mal, ich habe gesehen, ihr habt auch Schuhe. Da würde ich gerne mal schauen. Ich hoffe auf Pumps. Offene Pieptoes vielleicht? Ich will ein bisschen einen Stilbruch reinbringen. Ne? Ein absolute. Ja, genau. Körperstiefel? Körperstiefel, perfekt. Okay. Wir müssen halt nur gucken, ob es im PC mit reinpasst. Ja, müssen wir dann. Ja, ja. Die liegen bei 179,90. Okay, also genau. Das passt schon mal nicht ins PC rein. Okay. Das Geld könnte aber knapp werden, weil der Blick in ihren Kleiderschrank zeigt schon, dass sie sich da oft nicht lumpen lässt, glaube ich. Ja, eher hochwertige Sachen auch gerne kauft. Die Sneakers. Die Sneakers. Mega schön. Mhm, die liegen bei 129,90. Okay. Und jetzt Cowboystiefel in dieser Art, ein bisschen preiswerter. Da vorne ist jetzt eins ins Schaufenster, gefällt mir ganz gut, so ein bisschen geflochten. Ja, genau. Der liegt auch bei 179,90. 179. Aber ich würde sagen, ich probiere das jetzt erstmal an. Ich bringe das erstmal in die Kabine. Sie können ja probieren und dann bringe ich Ihnen mal. Genau. Jetzt von dem Top her noch mal eine Frage. Habt ihr von dem Top vielleicht was Günstigeres da, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist? Von dem Top jetzt hier? Ja. Da schaue ich mal. Punkt Abzug würde es irgendwie geben, wenn sie jetzt, keine Ahnung, auf einmal im Kostümchen wie eine Bibliothekarin käme oder sowas, was jetzt irgendwie gar nichts wirklich mit Fashion zu tun hat. Jetzt ist natürlich ein guter Kontrast, weil es oben zivil ist, unten ist Krieg. Ne? Also ich finde es schon immer. Also das sagt euch direkt zu, ja? Also die Bluse hat definitiv was. Die hat auf jeden Fall was, ja. Ja, die Bluse finde ich auch gut. So, als Accessoires finde ich jetzt auch noch mal so ein bisschen ein Knaller, ne? Ja, der fällt auf, passt von der Farbe alles. Ja, ja. Aber jetzt ist die große Frage, wo soll das hingehen? Was ist der Trend, der neue? Ich setze diesen Trend, den ich in mir trage, schick mit Coolness verbunden. Schick mit Coolness? Und das reicht als neuer Trend? Ja. Gut. Ich empfinde es als schon dein Trend. Mein Trend und gewisses Stilbruchs dabei. Wenn sie jetzt, sagen wir mal, darüber jetzt noch so eine Art Mantel tragen würde, wo man den man gar nicht erwarten würde, so eine Art farbiger, dünner Regenmantel, dann würde ich es auch sagen, wäre es noch vielleicht noch ein bisschen extremer. Schuhe auf jeden Fall versuchen. Ja. Weiß nicht, da stehen jetzt die Cowboy. Ja, ich werde mal da schauen. Also ganz ehrlich, die Schuhe sind mega, die gefallen mir richtig gut. Ich finde das ganze Outfit finde ich absolut perfekt. Auf jeden Fall ist sie mutig, das steht fest. Ja, super, perfekt. Super, danke. Wir überlegen mal, ich gehe jetzt noch mal rein, ziehe mich um. Ich würde jetzt gerne den schwarzen Jumpsuit mal anprobieren. Jumpsuit. Ist im Grunde, hat nichts zu tun, dass man damit springen kann. Das ist sozusagen leicht rein, heißt es eigentlich. Ne? Jump in and feel good. Und hier kommt er also, der einteilige Zungenbrecher. Da muss man sagen, das steht hier ausgezeichnet gut, aber da könnte ich mir vorstellen, auf der Fashion Week, dass manche sagen, oh, schön, dass Sie da sind. Aber der würde jetzt nicht sagen, was hat die denn da an? Vielleicht, wenn die Brüste raushängen würden, würde ich sagen. Und da vorne wären irgendwelche Pads drauf. Da müsste man auf jeden Fall noch ein bisschen nachtunen. Es ist schick. Es ist schick, aber mehr ist es nicht. Also es ist sau schick. Dann müsstest du jetzt hier dir noch was einfallen lassen. Ich finde dann halt schon das andere mehr trendiger, also einen Trend zu setzen durch den Stilbruch, wie jetzt das. Es ist einfach nur schick. Also ich denke, die Claudia kommt aus ihrer Komfortzone vielleicht auch raus. Ja? Vielleicht eine Mütze, einen Hut. Vielleicht mal ein bisschen mehr Hautzeit, kann auch sein. Wir lassen jetzt die Schuhe zurückstellen. Also ich bin nicht raus mit den Schuhen, absolut nicht. Wir lassen die zurücklegen, mit einer Bitte. Und müssen jetzt mal Speed geben, um zu gucken. Und dann kommen wir dann eventuell hier zurück und holen sie dann noch. So, Dani, ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde die schöne Bonbon-Bluse nehmen. Okay. Auf jeden Fall die Hose. 90 nochmal. Das ist ein Zeichen für den Frieden. Okay. Und warum möchtest du so ein Zeichen setzen? Weil im Moment Krieg ist und da will ich dann halt mit einem schicken Zeichen zeigen, von wegen, dass wir Frieden wollen. Ein bisschen Frieden auf dieser Erde. So, wir haben uns entschieden. Das ist es.